also davon aus, dass unser größerer Stützpunkt eher weiter weg von diesem Objekten zu bauen ist. Wir wissen noch zu wenig über diese komischen Obeliske. Wir sollten uns weiter damit auch im Hintergrund beschäftigen, was es damit auf sich hat. Auf jeden Fall wäre vom Vorteil, wenn wir eine hochgelegene Position haben, wo auch die auch schwer zu erreichen wäre Haben Sie und recht. hätten möglichst viele Ressourcen in der Nähe. Inklusive Wasser. Vieles zu finden. Wie viele Sturmtruppler sind unterwegs für Ressourcen zu besorgen? Bis jetzt nur eine, mein Was Imperator. benötigen Sie für den weiteren Ausbau? Ich habe jetzt für den Ausbau des Ofens, also ich nenne, es ist ein Brandofen, der ähnlich unseren Schmelzeinheiten auf den Schiffen funktioniert, bloß in einer etwas leichteren Form, also etwas einfacher. Für die Basis würde ich erstmal etwas Festeres empfehlen, sowas wie Stein oder Metall, aber dafür haben wir noch zu wenig Ressourcen. Für eine härtere Steinbasis könnte man durchaus alles weitere in die Wege leiten, mein Imperator. Gut, dann müssen wir alle nochmal raus Ressourcen besorgen. Captain Phasma, kommen Sie alle Einheiten zusammen. Wir brauchen mehr von den Steinstrukturen für unseren Baumeister. Das heißt, Holz, Stroh und größere Steinsgebrocke müssen ins Lager geräumt werden. Der einzige weitere Sturmtruppler, der momentan zur Verfügung steht, ist bereits 361 unterstellt. Ich Sie, habe denke ich, von haben Ihnen Sie vielleicht schon gesprochen. gesprochen. Ja, ich werde mich natürlich auch sofort auf den Weg machen. So, und ich mache natürlich auch, damit das Ganze schneller geht, sind halt echt noch zu wenig Sturmtruppler, ne? An der Chat, da muss ich echt später drüber lesen. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ich weiß nicht, über was ihr redet, doch gerade. Mir ist halt der Chat schon eine Obbe weggerollt. Ich müsste jetzt raustappe und runterrolle und nachlese. Ich glaube, das wollen wir nicht. Aber ich sehe schon, Emmy ist im Chat, die guckt doch mal kurz drüber. Die wird eigentlich nur kurz auf ich Rede und Antwort stehen. Oh. Lästigen kleinen Viecher. Was haben Sie da in der Hand? Oh, ich sehe schon, Sie haben sich in der Schmiede schon etwas nützlich gemacht. Das lag neben meinem Schiff. Scheint ein Bauteil meines Schiffes zu sein, mein Imperator. Ich kann es Ihnen geben, wenn Sie wünschen. Nein, ich bin mit der Risswaffe bestens ausgerüstet. Aber ich sehe schon, das ist der richtige Gedanke. Aus den Schrottteilen noch das Beste rausholen. Sehr gut, Soldat. Danke, mein Imperator. Kodex, Weltraumschlacht zwischen zwei Raumschiffe, Imperium und Rebelle. Imperium hat die Weltraumschlacht verloren und ist in die Notkapsel gesprungen und auf der nächstgelegenste Planet quasi die Notkapsel geschossen.
Auch der Imperator selbst musste von seinem Schiff flüchten. Der Kampfort war direkt neben dem Todesstern. Und jetzt sind wir hier gestrandet. Raumschiffe kaputt. Nur mit der Kapsel, die quasi nur da runterfliegen konnten und fertig. Sind wir jetzt hier auf dem Planet und sitzen fest. Und müssen einfach hoffen, dass Einheiten vom Todesstern uns suchen. Es ist ja auch schon eine T-Fighter drüber geflogen, aber ich habe das Leuchtsignal leider zu spät gesendet. Das Leuchtsignal war schon hin am T-Fighter, also konntest du Pilot des T-Fighters gar nicht mehr sehen. Er ist ja seitdem nicht mehr drüber geflogen, also schwierig, Kontakt aufzunehmen. Bis jetzt habe ich nur Sturmtruppler gefunden, die selbst quasi Rettungskapsel benutzt haben. Und jetzt sind wir auch schon auf Rebelle gestoßen, aber da konnte man zum Glück... WTF. Das sieht sehr ungesund aus. Achso, der Leiter over drin, der ist einfach nur zu weit an die Wand. Strange. Ja, wo war ich? Ja. Gestrandet und so langsam formieren wir uns wieder zu einem größeren Imperium. Wir haben halt auch jetzt schon Sturmtruppler gefunden, aber die konnten wir ja ausschalten. Ich hoffe, die konnten kein Notsignal senden, dass sie angegriffen worden sind. Sonst wird es hier bald ungemütlich. Wir machen auch streamtechnisch gleich Schluss um 11. Ist Schluss für heute. Und fahrt auch das Server wieder runter. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal, wenn wir streamen. Ich gebe das immer im Discord bekannt. Falls nicht da Bescheid wissen wollen, mal das Server und ich wieder online sind, dann komm noch auf der Discord. Da tauche ich immer früher das Stream-Datum raus, wann ich wieder stream. Ich muss ja einmal gucken, wie das ist mit dem Waffe und so. Ja. Dass wir rechtzeitig Bescheid wissen, wann es weitergeht mit der Story. Mit dem Imperium und ob noch weitere Rebelle auftauchen. Bla bla bla, das bleibt alles noch offen. Natürlich an alle, die es jetzt heute nicht auf den Server geschafft haben, nutzen es bis zum nächsten Stream, alle Mods zu downloaden. Das sind aber nächste Mal fit sind. Würdet ihr mir bitte den Weg fahren? Dankeschön. So, langsam trudeln sie alle in. Eigentlich noch die Leute bauen. Oh, warte mal, ich hab doch da Trailer gemacht. So, ja, jetzt geht's wieder mit der Leuchtau. Ja, die dunkle Seite der Macht ist ziemlich stark geschwächt. Ich denke, das liegt an diesen großen energieabziehenden Teile hier. Die saugen die Energie aus dem Planet raus und irgendwie scheint mich das Teil auch zu schwächen. Ich kann meine Machtblitze zum Beispiel nicht nutzen, aber Laserschwertwerfer geht zum Glück noch. Und wieder zurückziehe, das funktioniert zum Glück. Aber Machtblitze werfen geht leider nicht. Ich hab auch was zum Werfen gefunden. Der Lord. Ist aber nicht so mächtig wie dieses Lichtschwert. Möchten Sie jetzt einen Keks? Darf ich? Captain Phasma wird Ihnen diesen Keks verleihen. Fragen Sie nach dem Keks, Sie werden sehen, was Sie davon haben. Wenn ich Captain Phasma erwisch, hau ich Ravere den Schädel in. Diese Sturmtruppler, was die sich rausnehmen. Da werfen wir mal Laserschwert und er kommt mit einem Holzstick und sagt, oh, ich hab was, klar, gleich fertig ist. Oh, ich höre schon, er kriegt schon Haue. Bitteschön, Ihr Keks. Haut rein, der Keks. Ja.